So, meine lieben Freunde, lass uns geschehen. Herzlich willkommen. Wir spielen heute Prey zusammen. Wir danken mal wieder GamesPlanet.com, meinem Spielesponsor, dass ich dieses Spiel zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Wir schauen uns heute das komplette Let's Play von Prey an. Ich weiß, es gibt sogar noch einen vorigen Teil, der aber schon etwas älter ist. Und der soll mit diesem Spiel hier gar nichts zu tun haben. Das heißt, diese Handlung ist komplett ab von dem alten. Das andere war, glaube ich, so, da ging es um so einen Indianer, der seine Kräfte irgendwie wiederfinden musste. Das war so das alte und das hier ist das neue. So, wir, wie gesagt, GamesPlanet.com hat mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort könnt ihr Prey auch erwerben für 20% mit 20% Rabatt. Glaube ich, 20 oder 25%, da müsst ihr dann selber mal schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir spielen die neue Story und ich hoffe, wir haben heute keine Soundprobleme, denn die Soundprobleme waren eben immer am Anfang. Gucken wir mal. Wir spielen auf normal, spielen einen weiblichen Charakter, Miyu, anstatt Mr. Yu. May Yu. Mrs. Yu. So, du erwachst in einem Apartment im Jahre 2032. Du betrittst sein Apartment. Das gute Alte. Das gute Alte. Ja, von den Machern von Bethesda. Die haben ja bis jetzt eigentlich ganz gute Spiele hingelegt, so. Muss man mal schauen, wie Prey so wird. Ich hoffe natürlich nur das Beste. Ich hätte das Spiel sogar, glaube ich, lieber auf eine SSD machen sollen, weil die Ladezeiten sind doch schon ein bisschen sehr lang. Ich habe es jetzt einfach nur auf die HDD gemacht. Ja, mal gucken. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Vorbestellerbonus. Danke, dass du Prey vorbestellt hast. Dein Vorbestellerboni findest du in einem speziellen Behälter in Morgens Büro. Du kannst dir die Tutorial-Nachrichten auch später im Pausenmenü ansehen, okay? Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Der erste Tag, neues Ziel. Du hast ein Ziel bekommen, drücke Q. Nee, O. So, der erste Tag. Alex hat mich überzeugt. Ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss am Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Alles klar, ich soll also eine Arbeit verrichten. F. Bewusstsein. Das Feuer in der Gleichung. Lesen. Oh Gott. Im Zuge des Fermi-Problems. Das ist mir zu viel lesen. Sofa tragen geht nicht. Das sieht sehr schön aus. Was ist das hier für eine Konsole? Was soll denn das sein? Eine Sony PlayStation 7 oder was? Bis dahin sind bestimmt noch mehr draußen. Durchsuchen. Ist nichts drinne. Erstmal schauen, was wir hier alles machen können. Ich habe hier Anhänger. Oh, wir sehen uns leider nicht im Spiegel. Schade. Die Einstellungen sind auf dem höchsten Niveau. Hier, also sehr hoch. Mehr geht leider nicht. Kingsway Sekt. Trinken? Nehmen. Nimm den mal. Notiz. Nehmen. Herzlichen Glückwunsch morgen. Alex. Ich hatte wohl offensichtlich Geburtstag oder hab Geburtstag. Die wissenschaftliche Methode. Im Herzen eines Walks. Okay.
offensichtlich kann man hier alles mitnehmen. Was ist das? Durchsuchen. Ein blauer Granatapfel, der speziell gezüchtet wurde, um unter den Bedingungen an Bord des Talos zu wachsen. Mitnehmen. Nehme ich das mit? Essen. Alles nehmen. Nehmen. Was ist das? Eine Dose erfrischender kalter grüner Tee von Trunkstar Kitchens. Stellt 5 Gesundheit wieder her. Mitnehmen. Ach, guck mal, hier ist unser Inventar. So sieht das aus. Das erinnert mich an Resident Evil 4. Auch wenn man vielleicht diese Dings nicht mag. Aber ich mache diesen Vergleich, weil mich das irgendwie an Resident Evil 4 erinnert. Durchsuchungsschrank. Loco irgendwas habe ich gekriegt. Was das alles macht, wissen wir noch nicht. Aber wir werden es bald rausfinden. Wo sind unsere Vorbestellersachen? Was ist das? Durchgebrannte Platine. Okay, sieht so aus, als wenn der hier irgendwas gebaut hat. Ausgefranste Kabel. Was ist das? Das kann man einfach nur nehmen, oder was? Dann legen wir das mal wieder dahin. Gesperrt. Passwort eingeben. Was ist das? Kleber. Elektronik leicht gemacht. Okay. Offensichtlich sind wir nicht nur ein Dings, sondern wir sind auch so ein Tüftler-mäßig und haben hier eigentlich einiges drauf. So wie es aussieht. Aha. Hier sind unsere Klamotten. Aber wartet mal, wo ist jetzt unser... Was stand denn vorher da wegen unseren Vorbestellerbonus? Nachttisch ist nichts drinne. Hier ist was drin. Plastikschlauch und ausgefranste Kabel. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung, Neuromods sollten nur unter kontrollierten Bedingungen durch zertifizierte Transstar-Technik installiert werden. Nach der Prozedur können leichtes Unwohlsein, Schwellungen und Augenrötungen auftreten. Entfernen Sie die Neuromod aus den Behälter, drücken Sie den Gummibändchen fest gegen den Knochen oder der Augenhöhle, halten Sie das Auge geöffnet. Drücken Sie dann orangefarbene Auslösen und halten Sie die Neuromod 5 Minuten gegen das Auge. Entsorgen Sie den benutzten Neuromod und beigefügte Beutel für biologische Gefahrenstoffe. Oh Gott, okay. Das hört sich nicht so toll an hier mit den ganzen Neuromods. Wir gucken mal, was auf unserem PC ist. Morgan You. Ich habe 3 Mails. Krasser Monitor, Alter. Gratuliere und willkommen. Hat mich sehr gefreut, ich werde bald an Bord kommen. Das erste offizielle Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainings. Ach so, das ist das. Lieferung. Ich habe ihr Paket mit allen zugeschickt, was sie für den ersten Tag braucht. Uniform, Transcript und einen Neuromod installiert. Die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Okay. Bereit? Ja, wir sind sowas von bereit. Wir ziehen uns mal den Anzug an. Jetzt genug gespielt. Der erste Tag. Oh shit. Nehmen wir voll den Dings an. Trenchcoat Mafia. Zum Helikopter müssen wir jetzt gehen. Ich guck noch mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Ne, hier könnte ich nur hüpfen. Duschen brauchen wir nicht, offensichtlich. So, dann gehen wir mal los. Guten Morgen, Miss Yu. Morgen. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Yep, der ist für mich. Dach? Meine Etage. Wurde es aber einfach gehalten hier, ne? Doch, meine Etage? Doch. Alter, in welchem Stock wir sind? 50. Etage. Roof. Hier ist Roof, Dach Access. Ah, da ist der Helikopter. Thank you.
Miss Yu, machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Schöner Blick auf die Bucht. Da wären wir, Miss Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg! Wow, das war cool. Auch als sie das so eingeblendet haben, mit dem Kombo und der Fester und so ein Scheiß. Hallo. Hallo, Dr. Yu. Hi. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Okay, kannst du irgendwas? Bald werden sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Bestätigen? 100. Etage. Mal gucken, in welcher Etage das Testlabor ist. Morgen. Hey. Endlich. Hi, Alex Yu. Das ist doch mein Vater, oder? Hey. Diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Okay. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Okay, Schwester. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay, lieber Bruder. Dann gehen wir mal. Da will ich hin. Das haben. Ich will wieder was anderes haben. Die wissenschaftliche Methode. Ja, das Dr. Yu? Hi. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay. Ein Stuhl. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Wo soll man sich denn hier verstecken? Sehen Sie. Sie...
Sie versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Geil? Nein. In Ordnung. Hätte ich was anderes machen sollen? Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Okay. Gehen Sie in Raum C. Ich glaube... Das toll. Ich glaube, ich weiß, was ich machen sollte. Ich kenne ja so ein bisschen die Vorgeschichte. Aber das sage ich jetzt nicht. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Okay. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Okay. Zum Starten den roten Knopf drücken. Okay. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Was ist... Ich meine, was ist das für ein behinderter Test? Ich soll hier einen roten Knopf drücken, dann darüber und den blauen drücken. Dann sagt er, das ist Kacke. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Ja, habe ich schon. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Okay. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Starten wir mal. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Sobald Sie bereit sind, morgen. Etwas Neues. Gut, Sie haben den Dreh raus. Ja. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war's wert. Ich habe Angst. Oh. Nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug, das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis wechseln, lieber 5 retten und einen opfern. Gut. Würde ich sagen. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Den dickleibigen Mann stoßen. Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Aufs Gleis springen, den dickleibigen Mann stoßen, nichts tun. ich würde mich opfern für die Leute. Wenn es junge Leute sind. Wenn es alte sind, egal, einfach rüber. Ich bin beeindruckt. Oder den dickleibigen Mann runterstoßen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es wäre... Ja. Mein Gott! Sicherheit! Oh shit! Was zur Hölle? Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hey, wollt ihr mich verarschen? Digga, sind wir hier bei...
Dieses Wieder-Dings-Spiel oder was? Täglich grüßt das Murmeltier. Mit denen ich kennt hat selber schuld. What the fuck? Warte mal. Ich nehme jetzt einfach wieder alles mit, was ich vorher auch gemacht habe. Was zur Hölle ist hier? 6 Mails habe ich jetzt. Gefahr, verschwinden Sie. Gefahr, verschwinden Sie. Gefahr, verschwinden Sie. Gefahr, verschwinden Sie. What the fuck? Warum steht das Getränk hier? Das stand vorher da. Das nehmen wir mal alles mit. Okay. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Wir ziehen uns mal den Trenchcoat an. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst die Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Okay. What the fuck? Okay, wir haben ein neues Ziel. Okay, das ist mega strange. Wir waren die ganze... Alter, was geht? Naja. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Simulation, Debriefing, Observat... Alter, Quatsch. Ich gehe extra mal den anderen Weg. Alter, die haben mich die ganze Zeit beobachtet, die Schweine. Hier sind noch ein paar Sachen, die ich mitnehmen kann. Arschpapier brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, aber ich nehme es mit. Was war denn das? Morning. Okay, jetzt habe ich das geöffnet. Alter, krass, guckt euch das an. Holy shit. Wir wurden die ganze Zeit so mäßig an der Nase rumgeführt. So wie es aussieht. Was ist das? Passwort. Okay. Sehr gut, dass man das Passwort hier so einfach hängt. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlasst jegliche Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befindet sich Mrs. Elaza und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihren Anfragen kümmern. Das heutige Testergebnis waren alle negativ. Haben Sie die korrekte Neuromods installiert? Schließlich müssen wir dafür... Alter, krass, Mann. Hä? Was ist hier los? Raumtresor. Ist hier ein Passwort? Der Safecode ist... Fuck, das kann man nicht mehr erkennen. Computerwagen kann man nicht tragen. Fertigungsauftrag. Lieferung an Mark Simmons. Von Fabrikstaatsableitung. Komplette Bestand fehlerhaft mit Fabrikation. Okay. Ich will dieses Ding hier öffnen.
läufst du mir hinterher, du blöde Kamera? Warte mal, der Safe-Code lautet Nunluka. Da kann man leider gar nichts erkennen, Alter. Ich versuche den einfach mal einzugeben. Vier Zahlen sind das, ne? Leider. Vielleicht kann man in diesen Mails was lesen. Nein. Zwei, sieben Passwortsicherheit. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. 272. Verschicken Sie niemals Passwörter in E-Mail-Transcripts. Wenden Sie bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den... Okay. Ich versuche hier irgendwas rauszufinden. Wie das Passwort von diesem Ding hier sein könnte. Das Problem ist, wer kann das entziffern? Das könnte eine 2 sein, das hier. Das ist eine 2. Hier war das so eingesperrt und dann sind hier diese Zahlen gewesen. Das kann alles sein, da habe ich keinen Plan. Rohrstange. Die Industrierohr... Industrierohrzange, Hepasus, auch Heavy genannt, ist der Standardmodul für das Wartungspersonal der Strandstar-Einrichtung. Eignet sich für die freimütigen Anwendungsperkursive Wartung und mechanische Auseinandersetzung. Benutze mit Taste Hinweis, Haltetaste gedrückt, um einen schweren Angriff zu machen. Okay. Warum wird mir das jetzt gesagt? Weil ich was machen muss. Aber was ich gleich machen muss, das sehen wir. Ach so. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich sage erstmal von hier aus danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Tschüss, bis dann.